Ich bin Thor Alexander und ich helfe Auswanderungswilligen, ihr Geld vor Übergriffen des Staates in Sicherheit zu bringen, und ich helfe natürlich, Geld sicher ins Zielland zu transferieren. Das Thema heute ist, warum ist Privatsphäre beim Geld wichtig? Ich möchte dazu aus dem Cypherpunk-Manifesto zitieren, das am 9. März 1993 bereits veröffentlicht wurde. Cypherpunks damals waren ihre Zeit voraus und die haben beispielsweise in ihrem Papier verfasst, ich zitiere: Datenschutz ist für eine reine, ich zitiere aus dem Cypherpunk-Manifesto, Datenschutz ist für eine reine, offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter notwendig. Privatsphäre ist keine Geheimhaltung. Eine private Angelegenheit ist etwas, von der niemand möchte, dass die ganze Welt davon erfährt. Aber eine geheime Angelegenheit ist etwas, von der niemand möchte, dass es jemand weiß. Privatsphäre ist die Kraft, sich selektiv der Welt zu zeigen. Und die Frage natürlich, die die meisten jetzt auch umtreibt: Brauchen wir überhaupt Privatsphäre beim Geld? Kurze Antwort: Ja, wir brauchen Privatsphäre beim Geld. Lange Antwort: Klar, weil du nicht willst, dass du Werbung aufgrund deines gestrigen Einkaufs bekommst. Du brauchst Privatsphäre beim Geld, weil du nicht Opfer eines Verbrechens werden möchtest, nur weil du wohlhabend bist. Und du brauchst Privatsphäre beim Geld, damit du nicht als Zahlungssender oder als Zahlungsempfänger ignoriert oder gar verboten wirst. Und du brauchst auch Privatsphäre beim Geld, damit du dich nicht rechtfertigen musst, weil du vielleicht gestern etwas Bestimmtes gekauft hast oder heute. Du brauchst auch Privatsphäre beim Geld, weil du unbeabsichtigt mit Kriminellen in Zusammenhang gebracht werden kannst, weil du auch nicht deine Geschäftsbeziehung für jedermann offenlegen willst. Du brauchst auch Privatsphäre beim Geld, weil niemanden etwas angeht, was dein Einkommen ist, was dein Umsatz ist, was dein Gewinn ist und wie du, wo du dein Geld parkst, investiert hast und welche Renditen du wo bekommst. So, und die Frage jetzt an euch, die ich halt im nächsten Video dann auflösen werde: Welches Fiat-Geld hat die größte Privatsphäre? Nochmal zur Information, kurz zum Rekapitulieren: Fiat-Geld ist das heutige Geld. Es hat nichts mit der Firma Fiat zu tun, sondern das heutige Geld wird aus Luft geschöpft, einfach so mit einem Schnips. Und welches Fiat-Geld hat heute die größte Privatsphäre? Und die Antwort gibt es im nächsten Video. Setzt mir einen Daumen hoch, kommt in meinen Telegram-Kanal Auswandern Geld, lasst mir einen Kommentar oder ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.